Moin Leute und willkommen zurück zu Code Veronica. Veronica. Gut, lassen wir das. So, wir müssen jetzt einmal wieder die Farbbinde ablegen. Silberschlüssel haben wir gekriegt, das Wappen. Wir haben immer noch den Lagerschlüssel und ich habe keine Ahnung, wo der hin muss. Und mit dem Stahlkoffer kommen wir... Ich habe keine Ahnung, was mit den ganzen Items hier ist, aber... Ich glaube, das finden wir noch raus. Ich muss mich ganz kurz nochmal orientieren. Stimmt. Da haben wir jetzt den Schlüssel für die Silberwappentüren, nehme ich mal an. Wird ja Sinn machen. Ja, ja. So, Waffe ausrüsten. Zock, 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 zock. Sie ist abgeschlossen. Silberschlüssel benutzen. Schluss wurde entriegelt. Neuer Raum, Leute. Neuer Raum. Ja. Geil, sind das Spielautomaten? Einarmige Banditen. Ein Gerät ist an. Erstmal Muni mitnehmen. Hallo? Nice. Da liegt noch was auf dem Tisch. So wie es aussieht, was ist das? Pulver für Pfeile. Pulver für Pfeile? Was ist denn Pulver für Pfeile? Was ist denn das? Hä? Was? Ich bin völlig verwirrt. Ach so. Ah, Explosivpfeile. Wie geil. Nice. Okay, ja. Ein Flügel, er kann scheinbar etwas ablesen. Okay, da können wir uns reinpacken, damit er es automatisch spielt, scheinbar. Oh, da sind Kräuter. Easy. Konnte man die Kräuter direkt kombinieren? Wenn ich jetzt benutzen sage, benutze ich das und esse das? Oder kann ich noch sagen... Ja, scheiße. Okay, dann habe ich jetzt ein Kraut gefressen. Ein Gerät ist an. Okay. Okay, ich würde behaupten, hier... Das bringt mir hier noch nichts. Explosive Pfeile. Wie geil, ey. Ich werde mal ganz kurz rüberrennen. Ich muss mal ein bisschen Kram ablegen. Ich habe echt das Gefühl, dass ich ein bisschen wenig Platz im Inventar habe. Nichts im Vergleich zu Resident Evil Zero. Das ist eine Katastrophe. In den 6 Plätzen, die man da hat. Aber das eine Kraut will ich eben ablegen. Oh. So. Hab ich auch nur einen Platz, ne? Naja, einen Platz haben oder nicht. Besser als das Kraut unnötig essen zu müssen. So wie der Move gerade eben. So, wir müssen aber noch mehr Türen haben, die wir mit dem Silberschlüssel öffnen können. Da, genau. Und da war noch die Goldschlüsseltür. Wie viele Silberschlüsseltüren gibt es? Gibt es nur die 2? Das wäre schon ein bisschen amazing. Weil dann kann ich den Schlüssel nämlich weghauen. Da lang oder da lang? Ne, da war das Bad, ne? Ja. Beim letzten Mal schon falsch gemacht. Konnte man hier eigentlich durchnehmen? Habe ich schon mal getestet, ne? Schauen wir in den nächsten neuen Raum mit unserem Silberschlüssel. Schlüssel.
Schloss wurde geöffnet. Dieser Schlüssel wird nicht mehr... Ja, sehr schön. Sehr schön. Danke, Spiel. Voll gut. Ich mag die Mechanik, dass man angezeigt bekommt, wenn man einen Gegenstand nicht mehr braucht. Oh, fuck. Hier direkt mal... Oh, das ist so doof. Just for fun, Explosivpfeile benutzen. Ausrüsten. Eben versuchen wenigstens. Hallo. Wow. Alter, die sind stark. Krass. Gibt's wahrscheinlich nicht so viele von, aber die sind stark. Wenn man überlegt, dass ich eigentlich, ich glaube, 16 Pistolenmunition verballert habe an den Gegnern pro Stück. Sind 2 Schuss Explosivpfeile schon ein bisschen amazing, ey. Holla die Waldfee. Hunksi. An Verwaltungsvorstand, Herrn Alfred Ashford. Heute Nachmittag um 16:32 Uhr haben wir eine große Biotransportkapsel von Umbrella Transportlager hierher überführt. Die Überprüfung wurde mit äußerster Vorsicht durchgeführt und alle 108 Positionen der Checkliste konnten, Alter, 108 Positionen auf einer Checkliste, konnten nach der Routineüberprüfung als erledigt abgehakt werden. Der Behälter wird derzeit im Kühlraum gelagert. Ich weiß nicht, ich will nicht wissen, was da drin ist, glaube ich. Eine Sache verstehe ich dabei nicht ganz. Normalerweise werden wir für Sonderaufgaben eingesetzt. Warum sollen wir dieses Mal nur eine gefrorene Transportkapsel überführen? Weil da was Spezielles drin ist. Ich weiß, dass diese Information sehr wahrscheinlich streng geheim ist, aber wenn wir den Inhalt nicht kennen, könnten beim Transport unsere Sicherheit nicht gewährleistet sein, besonders wenn der Inhalt möglicherweise gefährlich ist. Sollten wir noch öfters zu solchen Einsätzen abkommandiert werden, möchten wir anregen, uns mehr Informationen zukommen zu lassen. Ich erinnere mich noch an die gute alte Zeit hier in diesem Militärtrainingslager. Es hat sich seitdem nicht verändert. Okay. Wir machen uns jetzt bereit für unseren nächsten Einsatz. Heute um 23 Uhr. Hank, Umbrella, Sondereinsatzgruppe. Sie haben eingeheftet. Okay. Oh, da glitzerte was, glaube ich. Bluteten die gar nicht? Doch. Oh, da, ein weiteres Wappen. Werden die gestapelt? Wahrscheinlich nicht. Ich habe irgendwo mal einen Raum gehabt. Oh, da, Munition. Nice. Wo ich die einsetzen konnte. Ich glaube auch 3 Stück. Waren das auch 3 Stück? Ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Okay, das war schon aufschlussreich. Wir haben auf jeden Fall das Wappen bekommen. Aber ich weiß überhaupt nicht mehr, wo das gewesen sein könnte. Ach, stimmt, wir hatten hier ja auch noch den Fahrstuhl. Boah, das ist wirklich krass. Ich finde die Karte ein bisschen unübersichtlich zu handeln, muss ich zugeben. Na, das war das Gefängnis, ja, richtig. Daran erinnere ich mich. Gefängnis unten. Okay, Stahlbrücke sind wir dann rüber. Das ist der Gang zwischen Militärlager und dem Haus. Genau, da kann man links rum. Und da, ja, okay. Verstehe, ich muss das ganz kurz mal eben für mich. Wo führt denn die Tür da oben hin? War das raus zu dem anderen Haus? Zu dem Brücke? Zu der privaten Villa, genau. Und der Flughafen. Stimmt. Zum Flughafen kam man, wenn man mit dem U-Boot gefahren ist, glaube ich. Ah, ich werde ja jetzt mehr oder minder alles nochmal absuchen müssen, weil ich nicht mehr weiß,
wo der. Wofür ich den Ausweis brauche. Ich habe immer noch die Tür mit dem Schlagerschlüssel. Wobei, den Lagerschlüssel habe ich ja schon voll lange. Das, die, da muss ich ja. Das triggert mich. Wenn ich. Würde nicht angezeigt werden, wenn ich den Lagerschlüssel benutzen kann? Wo kommt man denn hier rein? Die Treppe oben rechts, oder? Ja, genau, da bin ich da durchgelaufen. Und dann gab es noch das da. Muss zugeben, ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich könnte... Ja, also ich glaube, dass ich hier jetzt in der Villa, in der Residenz hier, nichts machen kann. Oder doch, ich müsste echt die Räume absuchen. Also hier links ist, glaube ich, nichts. Ich könnte noch hinten geradeaus versuchen, was da drin ist. Oder was da drin war, das mache ich mal eben. Ich weiß sonst echt nicht, wo ich hin soll. Weil in der Privatvilla, da war ja nur die zwei Räume noch. Mit, wo wir diese Spieluhrgeschichten hatten. Ach. So, ja, richtig. Hier hatten wir die Goldluger gefunden. Die wir Steve dann abgenommen haben. Stevie. Ja, aber dann ist hier ja eigentlich auch nichts mehr. Aber ich guck trotzdem mal. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich weiß. Ich habe keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich eine No-Progress-Runde hier. Naja, ein bisschen Progress haben wir ja. Wir haben ein Schild gefunden. Brandpfeile. Oh, da liegt noch ein rotes Kraut. Wie ich das einfach nie gesehen habe. Ich lasse das aber mal stehen. Bringt mir jetzt auch nicht so viel. Ist ja in der Nähe. Von einem Safe-Punkt vor allen Dingen. Sehr gut. Also, zurück zur Militär-Trainingsanlage wäre jetzt schlau. Da nochmal alles absuchen, weil ich glaube, zurück zum Gefängnis muss ich nicht. Oder war das doch hinten beim Flughafen? Oh, ich habe keine Ahnung. Also manchmal irrt man in solchen Spielen echt rum. Wenn du nicht weißt, wo du hin musst und dir das nicht merken kannst. Oh Gott. Der war doch nicht die ganze Zeit hier, oder? Falsche Taste. Die sind echt, also wirklich, die sind richtig krass. Das ist ja... Das ist so heftig. Die Brandpfeile sind ja... der Killer schlechthin. Aber ich hab halt nur so wenig. Na, jetzt sind die wenigstens weg. Ich erinnere mich auch, dass die hier waren. Dass die sind da hochgelurkt. Nicer Dicer. Mal schauen, ey. So, hier kam ich ja noch nicht rein. Das war ja ein so ein... Oh, hallo. Ein so ein Fahrstuhl. Ich kann den nicht benutzen, genau. Dann kann ich hier rein. Das war... Ja, wir gehen hier rein. Ich habe keine andere Wahl, ich muss es jetzt absuchen.
Stimmt, genau. Ja. Ach, ja, genau. Hier kam ich ja auch nicht weiter. Das hat sich ja gesch. Ach so. Kann ich jetzt sozusagen hier einmal rum? Ah nee, da komme ich nicht hin. Habe ich diese? Doch, ich habe die im Inventar, die Karte, ne? Hier ist ein Monster. Einmal die nicht anvisiert. Hallo. Ey, wie langsam die einfach. Oh, shit. Noch nicht hinüber? Junge, die. Oh. Oh Gott. Okay. Ich bin. Boah. Das war aber. Uiuiuiui. Fast wäre alles weg gewesen, was ich gemacht habe, ey. Ah, ja. Aber die Hunde waren noch vorher nicht da, oder? Oder doch? Nee, die waren nicht da. Nee, die waren nicht da. So, jetzt kann ich hier links wieder nicht rein, okay. Ist von der anderen Seite verschlossen. Stimmt, hier bin ich. Ah, ja. Ah, hier. Hier. Ich habe so ein Ding gefunden. Dann waren das doch einzelne. Dann kann man das. Ja, okay, schön. Das sind einfach Kästen. Emblemkarte nehmen. Ah, prüfe. Indigo-blaue Schlüsselkarte von Alfred. Kann in der Trainingsanlage benutzt werden. Indigo-blaue. Ich glaube, ich hatte eine Tür, die eine solche Karte erforderte. Und was weiß ich nicht mehr? Genau, wo diese Tür ist. Oh, da blinkt jetzt eine grün. Das bedeutet. Ja, ich könnte da jetzt rumlaufen. Und da das Dings mitnehmen. Aber ich sehe gerade, ich glaube, ich sollte vielleicht. Ich gehe aber erstmal in Richtung Safe Room. Einmal kurz speichern. Oh, komme ich hier eigentlich durch? Ja. Rechts. Ja, hier links kam ich nicht weiter. Okay. Und ich könnte mir vielleicht eine neue Heilung mitnehmen. Ich frage mich natürlich jetzt, wo die andere Plattform für dieses Emblem ist. Ich glaube, den lege ich jetzt auch mal ab, ey. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Oh, ich habe gar keine Heilung mehr. Außer ein Kraut. Das ist kritisch.
Spielstand sichern. So. Eigentlich können wir die Folge auch hier beenden. Bisschen Progress ist ja drin. Und es passt einfach. Mit einem Save am Ende ist einfach angenehm, Folgen zu beenden für mich. Deswegen hier an dieser Stelle, in der nächsten Folge geht's weiter, Leute. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und bis dahin, ciao.